Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und recht herzlich willkommen hier bei Simrace TV. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zur Übertragung des achten Laufs der Race Day Speed Association der GT Wintersaison hier auf Simrace TV. Und ja, heute ist alles anders. Alles ist komplett anders. Ich wage mir noch nicht mal zu sagen, wo wir sind, mal abgesehen davon, dass es hier auf dem Screen steht, den ihr gerade seht. Aber wir haben einen, ja, einen Ureinwohner vom A1-Ring. Den haben wir hier heute zur Streckenvorstellung. Ich begrüße recht herzlich Edgar Ostermann. Hallo Edgar. Hallo, grüß euch. Servus. Ja. So, genau, mein Lieber. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wo du bist. Eben warst du noch auf der 5. Und ich glaube, da sehen wir dich jetzt auch, genau. Und Ja. da gehen wir jetzt mal hin und zeigen mal den Edgar, der sich jetzt hier gerade noch ein bisschen warm fährt, um gleich in die schnelle Runde zu gehen und die Strecke mal ausgiebig vorzustellen. Edgar, du kannst im Ja. Prinzip schon anfangen. Okay, hallo, grüß euch einmal. Wir sind hier beim Aktenrennen von der RSA Speed Association bei meiner Heimatstrecke sozusagen, den Red Bull Ring, ehemals A1-Ring. Und jetzt komme ich gleich durch Startziel durch und werde euch mal kurz die Strecke näher bringen. Okay, hier geht es durch Startziel durch mit der sechsten Vollgasbremse auf 260, kann 50, 60 mal anbremsen auf die zweite hinunter und dann erste Kurve in die Castrol hinein. Gut rauskommen, nicht mit den Reifen über die Curbs drüber und dann hinaufschalten bis auf den sechsten Gang, also auf 250 km/h hinauf und dann kommt das Anbremsen auf die Rebuskurve. Das ist ganz schwierig hier anbremsen, denn es geht bergauf und es ist eine kleine Schupfe in der Kurve drinnen und man muss vorsichtig fahren in der Rebuskurve. Jetzt haben wir wieder eine kurze Gerade hinunter in die Straßenbodenkurve. Diese Kurve anzubremsen ist sehr schwer, denn es geht bergab. Und ob man da die zweite oder die erste Kurve dann doppelt rechts hier nicht in der Straßenbahnkurve ist immer schwierig zu fahren. Das wird sich im Rennen, glaube ich, bei einigen immer wieder verändern. Und jetzt kommen wir in den einzigen zwei Linkskurven beim Red Bull Ring. Die erste, die Audi-Kurve. Und dann sind wir bei der ersten Legendenkurve. Und zwar die Gerhard Berger-Kurve. Ah, Entschuldigung, das war die Niki Lauda. Entschuldigung, die Niki Lauda-Kurve. Jetzt geht es ein bisschen bergauf wieder. Dann kommen wir hinunter zur nächsten Legendenkurve rechts hinein in die Jochen-Rindt-Kurve. Kurz vor Einfahrt der Boxengasse auf der rechten Seite hier und das ist die letzte, die Red Bull Mobil-Kurve und dann geht es mit Vollgas durch, Startziel durch in die nächste Runde, da zwei Runden mit mir hier am Red Bull Ring und die Zeiten werden sich so, die Rennzeiten um die 1,25 Mittel bis 1,26 niedrig sein, die schnelleren und im Qualifying glaube ich werden wir Zeiten so um die 1,24,5 bis 1,25,5 herum was erleben. Ja, Edgar, jetzt ist das dein Heim-Grand Prix, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Was hast du dir denn hier jetzt vorgenommen, außer zu gewinnen? Glaubst du, dass du gewinnen kannst? Nein, heute nicht. Also ich habe, glaube ich, 50 Kilo drauf, am meisten Gewicht 60. von allen oder 60, ja. Und es wird sehr schwierig werden. Also wenn ich unter den besten 5 im Qualifying bin, bin ich schon sehr glücklich. Und dann, wie gesagt, im Rennen werden wir sehen. Also auf Stockerl kommen wäre schon sehr fantastisch. Im zweiten Rennen, im Long Race vielleicht, da ja meine Konstanz nicht so schlecht sein sollte. Aber im kurzen Rennen hoffe ich mir vielleicht einen Platz unter den besten 5. Und im Long Race möchte ich auf Stockerl fahren. Das sind meine Ja, Ziele hier bei meiner okay. Heimkategorie. Na, da drücken wir dann mal ganz doll die Daumen, dass das funktioniert. Ja, Und danke sehr. ich sag mal A1 Ring oder Red Bull Ring, das war immer Action. Und das ist, glaube, zumindest zu F1 Challenge Zeiten war es die meistgefahrene Strecke überhaupt. Also ich kann mich entsinnen, ich habe da glaube 14, 15.000 Runden, was ja bei der Streckenlänge nicht so dramatisch ist, aber das war so die Einfahrstrecke für jedes Formel-1-Auto. Und ja, um Reifen zu testen, ähnlich wie Barcelona. Also das war. Und sie hat am meisten Spaß gemacht, das war einfach so. Na, Ja, jetzt mein werden wir Lieber. sehen, ob der Red Bull Ring eben nächstes Jahr wirklich wieder eine Formel-1-Strecke wird. Also die Zeitung haben schon mal berichtet, unter Umständen könnte sie nächstes Jahr in Grand Prix-Zirkus aufgenommen werden, aber werden wir sehen. Genau. Vielleicht ist es soweit.
Genau, mein Lieber. Ich drücke die Daumen, dass das, was du dir vorgenommen hast, funktioniert im Rennen nachher. Und wir werden ein Auge drauf haben, nicht? Okay. Weil für Action klappt das ja immer gut. Ja, okay, danke. Okay, euch viel Spaß. Tschüss. Tschüss. So, das war Edgar Ostermann. Und ja, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also sehr, ich will dem Jens nicht zu nahe treten, aber die war schon eine sehr gute Streckenvorstellung. Gut, ist auch nicht so schwierig bei, ich glaube, 7 Kurven oder 8. Sich die Namen zu merken, das ist jetzt mal einfach. Aber das hat gepasst, das war eine gute Idee, hier unseren besten österreichischen Fahrer diese Vorstellung machen zu lassen. Das hat gut gepasst. So, und ich sehe, wir schalten jetzt um ins Qualifying und dann wollen wir mal hoffen, dass wir das auch jetzt zu sehen bekommen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, also so 2 Minuten, dann fängt es an, langsam spannend zu werden. Dann haben die ersten ihre Zeiten gefahren und ja, Einsring. Wir haben sicherlich schon viele, viele spannende Rennen auf dieser Strecke gesehen im Simracing. Also ich erinnere an den Porsche Cup, an die GT1 Langstreckenserie, eben schon erwähnt unter F1 Challenge. Es war mit der damaligen Mod von Ralf Hummerich, war es große Frage, schafft man die eine Minute? Das klingt jetzt ein bisschen albern, weil mit den heutigen F1-Mods ist das nicht zu schaffen. Damals waren so gute Fahrer so bei 1:03, 1:04, im Rennen waren es dann 5, 6, 7, und so Top-Leute mit ein bisschen Cutten und ein bisschen nicht ganz sauber fahren, sind dann so auf 1:01 gekommen, niedrig, aber es gab niemanden, der die 1 Minute geknackt hat. Es gab wirklich niemanden. Jedenfalls damals war ja dieser Community, dass die Communities so weit zusammengewachsen sind, gab es ja damals noch nicht. Und so viele Communities gab es auch nicht, aber das war schon wirklich unglaublich spannend. Und was haben wir hier Runden gerissen? Selbst meine Freundin, also die ich ja damals 2002, als ich meine erste Liga gegründet habe, kennengelernt habe, die ich mir also gut für Simracing hinerziehen konnte, ich hoffe, die hört das jetzt nicht, hat sich auf dieser Strecke versucht und hat mit einem Formel-1-Auto damals, also mit dem eine 1:03, 1:04 möglich war, dann mit 1:38 angefangen. Das war so mit Blinken und und dann ging es bis relativ zügig bis 1:17, 1:18 und danach war Feierabend. Genau. So. Ja, jetzt sehe ich hier den Dominik. Hallo Dominik. Hallo Lutz. Ja, mein Lieber. Du bist ja heute einer derjenigen, der ja. Du führst, glaube ich, die Hotlap-Listen und alles an, was irgendwo in Zeiten steht. Du darfst aber heute kein Qualifying fahren, richtig? Richtig, und das schmerzt. Das schmerzt, ne? Ja. Ja, also ich hoffe, du bereust deine Untaten. Ja, auf jeden Fall. Das möchte ich nicht nochmal. Ja. Also, zumal ja. Auch noch so schnell ist, dann schmerzt es umso mehr. Genau. Und ich meine, du hast ja auf alle Fälle immer noch Chancen. Wir sind hier heute 22 Fahrzeuge, wenn ich das sehe. Das ist eine sehr schöne Sache. Also es wird wieder mehr. Nachdem wir jetzt zwischenzeitlich immer mit 19, 20, 21 Autos gefahren sind, haben wir heute wieder mal eins mehr. Das ist echt schön zu sehen. Ist aber einer mehr zu überholen, ne? Das auf jeden Fall. Also im ersten Rennen rechne ich mich nicht viel aus von hinten, aber im zweiten Rennen, ne? Ja, du musst halt schauen, dass du im ersten irgendwie so in die Top 10 reinfährst, ne? Das wäre natürlich optimal. So ja, 10., 9. Ja, genau. Und dann kannst du ja hier dann wirklich einen vom Stapeln lassen. Hast du denn auch trainiert für den Long Run, also für die 40 Minuten, oder wartest da lieber ab, was auf dich zukommt? Na, dadurch, dass ich ja bestraft wurde und kein Quali habe, konnte ich diesmal echt trainieren fürs Rennen. Ich hoffe, es zahlt sich aus. Ja. Ja, Edgar macht das ja wohl ausschließlich so und ist ja ganz erfolgreich unterwegs. Sag mal aus deiner Sicht, was sind die Knackpunkte hier? Ja, auf jeden Fall die erste Kurve. Wenn man die nicht richtig erwischt, dann braucht man natürlich, ja, hat man auf der Geraden weniger Topspeed und was im ersten Sektor dann wirklich 4 bis 4,5 Sekunden fast schon ausmacht. Dann auch die zweite Kurve, wenn man da auch nicht wirklich gut rauskommt, genau das gleiche. Ja. Und im Mittelsack, in den ganzen Kurven kann man wirklich Zeit verlieren, wenn man da nicht richtig trifft. Ja, das ist richtig.
So, wir haben jetzt erstmal den Kevin, der jetzt hier vorne steht. Ja, mein Mikro überschreitet sich. Ich hab's, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Also ich versuch's jetzt mal noch ein bisschen leiser zu machen. Ich hab das aber nur bei euch. Ich weiß nicht, also so extrem jedenfalls. Ich weiß nicht so genau. So, ich hab's jetzt mal ein bisschen runtergeregelt. Ich hoffe, es ist besser. Andreas, schreibt nochmal, ob's besser geworden ist. Quatsch, was habe ich eben gesagt? Nicht Kevin, der Robin. Robin Frischkopf, der steht jetzt vorne. 25.087. Glaubst du, es geht noch unter die 24 hier im Quali? Ja, ich tippe da auf Kevin Flitsch und Stefan Hauenstein. Ja. Ja, Hauenstein, der muss ja. Die letzten zwei Rennen waren ja nicht so berühmt. Also da hätte ich ein bisschen mehr von ihm erwartet, aber ich glaube, da hat er auch viel Pech gehabt. Ne? Also das war mir nicht mehr ganz. Mein Erinnerungsvermögen ist nicht mehr so gut. Ich weiß nur, dass es nicht ganz so gut gelaufen ist wie in den Rennen davor. Und ja. Also ich sag mal jetzt mal ganz realistisch. Erstes Rennen, klar, wäre schön. Platz 10, ist es realistisch zu schaffen? Ja, hängt ja auch viel von den anderen ab. Also ich muss ja aufpassen, keine weiteren Strafpunkte zu kriegen. Kann ich jetzt nicht so aggressiv fahren. Genau. Aber ja. Wenn vorne keine Fehler gemacht werden, dann dürfte es eigentlich nicht passen. Ja, das ist natürlich richtig. Ich meine, wir haben ja mittlerweile wirklich im vorderen Feld, hat sich ja jetzt hier so eine Mannschaft formiert. Das sind ja dann doch schon 7, 8, 9, 10 Leute, wo es dann wirklich schwer wird, an denen vorbeizukommen, auch weil man ein absoluter Spitzenfahrer ist. Also die dann auch richtig zügig schon unterwegs sind. Und der Break jetzt hier, wenn wir mal gucken, wir sind jetzt bis Platz 12 innerhalb von 9 Zehnteln. Platz 13 ist 1,1 Sekunden zurück. Also das ist jetzt nicht wirklich weit auseinander. Also dann, wenn die im Rennen ähnlich sauber fahren, wenn ich mir die Piloten, die da stehen, so angucke, sogar Günther Karrer steht momentan auf Platz 8. Ja, also, haben uns alle schon gewundert. Der ist ziemlich schnell hier. Ja, also freut mich sehr. Und naja, werden wir mal gucken, also wie das Ganze hier funktioniert heute. Ja, wie gesagt, Frischkopf, das ist... Ja, wenn ich nicht so laut rede, geht's. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Ja, mit meinem Tipp liege ich schon gar nicht mehr so verkehrt. 1 und 3 sind's ja schon mal. So. Oh, mal schauen. Ja, was hat denn der Robin noch? Naja, der Robin hat auch noch 30 Kilo drauf. Und jetzt ist der Kevin vorne, genau. Kevin Flitsch jetzt auf Position 1. 25.009. Von daher sind wir wohl bald. Schauen wir mal nach Hauenstein, was der so treibt, aber der ist hier auch mitten im Verkehr. Wird Platz gemacht. 24.7 sollte drin sein, denke ich. Ja, es ist aber dann schon eher ein Optimum, ne? Also das muss ja in so einem Quali in den 15 Minuten auch passen. Ich weiß ja nicht, wie lange man in so einem Practice fährt, bis man die Zeit hat. Jetzt fast blöd, jetzt muss er ausweichen hier. Ich glaube, er konnte den Körper jetzt hier nicht mitnehmen. Ich glaube nicht, dass er da jetzt Zeit fährt. Wir warten auf die Zwischenzeit. Oh, 5000stel. 5000stel hat er Vorsprung hier. Oh, na doch, das ist, glaube ich, die richtige Linie, die man hier fahren muss. Also, wenn man sich hier oben an der Mauer nicht den Spiegel abfährt, dann ist man definitiv nicht schnell. Und das sollte passen. Ja, und das ist die 24734, genau wie du es vorher gesagt hast. Ich sollte versuchen, damit Geld zu verdienen. Ja, genau. Genau, mal bei Offset oder Odset oder wie die heißen, mal anrufen, ob die das hier vielleicht in ihr Angebot aufnehmen, das Ganze. Jetzt ist der Kevin auf der schnellen Runde, vielleicht kann er kontern. Jo, also zumindest im ersten Sektor. Und, wie gesagt, Hauenstein hatte im zweiten Sektor das Problem, dass da einer quer in der Kurve stand und er die Kurve nicht ausfahren konnte. Jens Burkhardt mittlerweile auf Platz 3. Da ist er wahrscheinlich selber ein bisschen überrascht.
Er sagte mir vorher, dass er heute mit Sicherheit nicht auf dem Podest stehen wird. Meistens ist es aber leider so. Wenn er sowas sagt, dann passiert das meistens doch. Ja. Oh, jetzt kommen wir zur zweiten Zwischenzeit. Ne, 39.000stel zurück und Hauenstein hatte einen sensationellen dritten Sektor. Ja, wirklich auf absolut. Ja, da war er hier viel dichter an der Mauer dran. Also ich glaube nicht, dass jetzt Flitsch hier die Zeit knackt. Nee, das ist auch genau, ziemlich genau die Zeit, die er hier verloren hat, die Hauenstein vorhin im dritten Sektor gewonnen hatte, weil der hatte ja 5.000stel Vorsprung im zweiten Sektor nur und dann 0,267 Sekunden im dritten, dann beim Überfahren statt Ziel. Also ja, die letzten zwei Kurven haben es ganz schön in sich auf jeden Fall. Also ich denke mal, da ist es hauptsächlich. Und Flitsch jetzt hier wieder in der ersten Zwischenzeit wieder schneller. Zwar nicht so wie eben, aber jetzt auch mit ein bisschen ungerader Linie, also unsauberer Linie hier durch die zweite Kurve. Ne, dritte. Warum? Ne, zweite. Nein, gibt da bloß. Hier. Ja, wir haben jetzt noch 4 Minuten, also wer jetzt noch aufs Podest fahren will, der muss sich jetzt langsam was überlegen. Oh, der Rommel mit einer Klassenzeit. Der ist noch ein Stück weiter weg. Buschkopf auf Platz 2, genau. So, und Flitsch bleibt auf 3. Ja, Buschkopf hier mit der 24804 mit 30 Kilo im Gepäck. Wahnsinn. Hauenstein ist unbelastet. Na ja, gut, wie gesagt, er hat ja auch 2 Rennen lang geloost. Mal nochmal, hat der jetzt hier nochmal. Ne, der ist noch in der Warm-Up-Lab. Der will noch eine draufsetzen. Ein Teamkollege da vielleicht vor ihm, um ihm Windschatten zu geben. Der Zusatz so weit weg. Der Patrick Fader sein. Wenn ich schwer täusche. So, wir gucken nochmal zum Kevin, ob der eine Zeit fährt. Ja, das klappt immer noch nicht. Er ist 0,220 Sekunden zurück und trotzdem nur auf Platz 3. Und dann gehen wir jetzt mal nochmal zu Robin Frischkopf, der jetzt hier. Also es ist erstaunlich, weil dieses Zusatzgewicht hier auf diesen Bergaufpassagen macht sich enorm bemerkbar. Also das ist dieses Rausbeschleunigen, gerade aus der zweiten Kurve raus, das ist wirklich heavy und da merkt man richtig, dass das Auto nicht so beschleunigt, wie man das gerne hätte oder wie man das gewohnt ist. Mal ein bisschen ins Cockpit hier. Gut, Lutz, dir viel Spaß beim Rennen. Ich muss mich langsam vorbereiten. Ja, du hast ja ein bisschen Warm-up, da kannst du dir nochmal zeigen, was geht und was nicht geht. Alles klar, dir viel Glück und ja, mal schauen, ob es klappt mit dem 10. Platz. Alles klar. Ja. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. So, jetzt habe ich natürlich nicht auf die erste Zwischenzeit geachtet hier von Robin Frischkopf. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Zehntel noch rausfährt, die ihm fehlt auf Hauenstein. Aber bei Frischkopf muss man immer mit allem rechnen. Also das ist tatsächlich so. Ja, passionierter Modell-Fahrer irgendwie und richtig professionell auch. Ich kann mir vorstellen, dass er hier auch mit so einer Fernsteuerung vor dem PC sitzt. Also eigentlich sitzt er am
Wohnzimmer und guckt den Stream und lenkt dabei sein Auto. Nee, also das wird hier nichts. 2,5 Zehntel Rückstand. Oder fast 3, ja. Nochmal. Er kann zwar jetzt noch eine Runde, aber jetzt 4 Zehntel Rückstand, das wird nichts. Und Kevin Flitsch im ersten Sektor wieder 62.000 schneller. Er verliert das aber in den anderen beiden Sektoren. Also diesen Vorsprung jetzt hier, 1 Zehntel verliert er im zweiten Sektor und im dritten dann nochmal 1,5 Zehntel. Also das ist leider Gottes, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen mit am Auto. Und er hat auch 10 Kilo. Ob die sich jetzt so auswirken, weiß ich nicht. Man sieht ja, mit 30 Kilo kann man nochmal 1,5 Zehntel schneller fahren. Aber ja, vielleicht reicht es aber noch für die erste Startreihe. Naja, das war jetzt auch suboptimal hier. Und er wird es auch nicht schaffen, nochmal über Start und Ziel zu fahren. Das heißt, ja, jetzt sind es 88.000stel. Genauso wie ich es gesagt habe. Oh, jetzt driftet er hier wild. Nee. Das war's. Das hat er nochmal alles versucht. So, Stefan Hauenstein wird auf der Pole stehen, das ist soweit sicher. Dann gucken wir nochmal eine Runde zu unserem Kommentator hier, Einführungsrunden-Kommentator Edgar Ostermann, der wie vorhergesagt hier stur auf Platz 5 fährt, da war er auch schon im Training. Also er sollte die definitiv hier irgendwie eine Rolle spielen. Ich denke mal auch im ersten Rennen eventuell ums Podest fahren. Ja, das war jetzt hier schon auch ein bisschen getriftet. Nein, es bleibt bei Platz 5. Und wir haben ein amtliches Endergebnis, denke ich mal. Hier wird sich jetzt erstmal nichts mehr bewegen. Also in der ersten Startreihe stehen Stefan Hauenstein und Robin Frischkopf. In der zweiten Startreihe Kevin Flitsch und Jens Purkott. Platz 5 und 6 in der dritten Startreihe Edgar Ostermann und Danny Volkert. Dennis Erner auf 7, auf 8 Wolfgang Meisel. Fünfte Startreihe dann Patrick Flüglisthaler und Arne Bachem. Auf der 11 Micha Tröscher, Platz 12 für Jan Baskenes, 13 Jens Erner, 14 Günther Karrer, 15 Janosz Machwinski, 16, da muss ich jetzt erst wieder gucken, Markus Farnhold, Ulrich Windmöller auf der 17, auf der 18, unser Neuzugang aus dem GT3 Cup und eigentlich zum Simsync Pro Team gehörig, Micha Beetz, freut mich sehr, ihn auch hier zu sehen. Ralf Minwegen auf der 19, auf der 20, Robert Bauernhofer 21, Stefan Hartleib und Dominik Smoll, der arme Knabe hier, der nicht am Quali teilnehmen durfte, auf Platz 22. Das aus. Und jetzt werden wir dann ziemlich zügig umschalten ins Warm-up, wo wir uns dann erfahrungsgemäß ein bisschen mit der Meisterschaft und mit den Zusatzgewichten und beschäftigen. Warten wir mal ab, was da kommt. Da sind wir, das Warm-up ist relativ kurz gehalten, das ist sehr angenehm, weil das ist immer so eine Zeit, wo man nicht so wirklich weiß, was man machen soll als Moderator, weil es passiert nicht wirklich was, man kann zwar die Autos ein bisschen beobachten, die Fahrer ein bisschen beobachten, sicherlich Dominik Smoll sollten wir auf alle Fälle mal im Auge behalten. Er ruft dem da gerade noch ein bisschen was zu, ey du Arsch, fahr da weg. Ja. Aber jetzt bleibt er aber selber da vorne stehen, warum auch immer. Wahrscheinlich wollte er ihm eine Chance geben, zurückzurufen. Ja, und dann werden wir mal schauen, was uns hier
Dominik heute bieten kann. Wie gesagt, er ist definitiv der schnellste Fahrer in den Hot Laps. Im Qualifying oder in den Trainings war er immer der schnellste. Und wir werden mal sehen, was ihm da heute, was er da heute in die Reihe kriegt. Okay, also. Genau, wie schaut's in der Meisterschaft aus? Also wir haben eine unglaublich spannende, unglaublich spannenden Kampf um Platz 1, nämlich Robin Frischkopf mit 121 Punkten steht da. Hinter ihm Edgar Ostermann mit 117 Punkten. Also mal gerade mal 4 Punkte dahinter, dann 107 Punkte, also 10 Punkte nochmal hinter Edgar Ostermann, dann der Kevin Flitsch. Und dahinter mit nochmal 5 Punkten zurück Jens Burkhardt auf Platz 4. Also das ist schon ziemlich großartig und verspricht für den Rest der Saison hier richtig, richtig Action. Und ja, wir werden mal gucken, was uns da noch die Herrschaften bieten. Ob Robin Frischkopf es schafft, die zweite Wintermeisterschaft für sich zu entscheiden. Es war ja letztes Jahr schon so verdammt knapp oder flog gerade ein Auto ganz böse ab. Dass Robin Frischkopf auch gerade mal so die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Es war auch verdammt knapp. Und ja, in der Teamwertung sieht es so aus, dass X-Ray Swiss, also das Team von Robin Frischkopf und Patrick Flieglüsthaler hier mit 143 Punkten vor Wemo Racing 136 Punkten, Monster Racing mit 134 Punkten. Auch hier die Teammeisterschaft extrem spannend. RSA Founder Team 126, M&M Racing 115 Punkte, Young Driver 107 Punkte. Also hier ist wirklich alles geboten, was man braucht, um spannende Meisterschaften zu haben. In der Fahrer- wie auch in der Teamwertung ziemlich coole Geschichte. Oh, und die Startaufstellung, die ich eben verlesen habe, die stimmt auch nicht so hundertprozentig, weil da sind noch ein paar Leute, die noch einen Platz zurück müssen. Nämlich zum Beispiel der Patrick Flüglisthaler, der fährt nicht von Platz 9, sondern von Platz 10. Und der Arne Bachem fährt auch nicht von Platz 10, wo er eigentlich, sondern von Platz 11. Und somit müsste, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, weiß ich nicht genau, wie das hier gehandhabt wird, müsste der Micha Tröscher nach vorne vor die beiden rücken. Also, obwohl, nee, geht eigentlich auch nicht. Also, weiß ich nicht so ganz genau, wie das gemacht wird. Der Micha Pregartner, der ist heute, glaube ich, nicht dabei. Der wäre auch ein Startplatz zurück. Ah, nee, der hätte Quali-Verbot. Genau, genau. Und Robin Frischkopf. Robin Frischkopf geht auf Position 3 und somit ist Kevin Flitsch auf in der ersten Startreihe. Also Kevin Flitsch, Robin Frischkopf, der ja eigentlich auf Platz 2 gefahren ist, startet jetzt von der dritten Position. Und das könnte schon so ein kleines Zünglein an der Waage sein. Müssen wir mal schauen, wie die Herrschaften starten. Das ist ja der Start, ist ja auch Edgar Ostermanns großes Ass im Ärmel. Also er startet exzellent und von Platz 5 hat er da vielleicht eine Chance, ein, zwei Plätze gut zu machen. Und wenn er sich denn da halten kann, so Platz 4, Platz 3, dann klappt es vielleicht sogar schon im ersten Rennen mit einer guten Platzierung. Wir werden sehen. Oh. Ihr Lieben. Ja, kommen wir noch ganz kurz zu den Gewichten, bevor das hier abläuft. Wir hatten es schon erwähnt, Edgar Ostermann hier absolut der schwerste Mann im Feld mit 60 Kilo Zuladung. Dann haben wir den Robin Frischkopf mit 30 Kilo, Micha Gehrig mit 20 Kilo. Und dann haben wir noch einen 15-Kilo-Kandidaten, das ist der Dennis Erner. Und 10 Kilo jeweils gehen an Danny Volkert, Jens Burkhardt und Kevin Flitsch. Herzlichen Glückwunsch! Genau, die Lottozahlen am Donnerstag. So, jetzt warten wir drauf, dass es hier umschaltet.
ihr seht, es bewegt sich kein Lüftchen, wenn ihr mal da oben über die Berge schaut, die Wolken, da bewegt sich nichts. Es ist, steht auch nicht zu befürchten, dass der Schnee, der da oben ist, von diesen Gletschern oder was auch immer das ist, dass der hier jetzt auf die Strecke runterrutscht. Also da haben wir vorgesorgt, da passiert gar nichts, es ist alles sauber. Und wir haben hier auch angenehme Temperaturen, also da ist jetzt kein größeres Problem in Sicht. Ja, wir werden sehen. So, was ist jetzt? Attention grid, all non-essential personnel leave the grid now. Ah! So, ihr seht nochmal die Zeiten der Qualifikation hier durchlaufen. Wie eng das hier war, also es ist wirklich grandios. Wenn ich mir das hier so anschaue, Robin Frischkopf war mal 70.000stel hinter Stefan Auenstein, Kevin Flitt 2/10 zurück. Dahinter Robin, Jens Burkhardt mit 3/10 in der Spitze. Also wir haben hier bis Platz 15 alle innerhalb einer Sekunde. Also das ist schon ziemlich cooler Sport, muss ich sagen. So. So, die Herrschaften sind jetzt schon in der Einführungsrunde. Jetzt gehen wir nochmal die Autos fix durch. Also Stefan Auenstein auf der 1, auf der 2 Kevin Flitsch, der strafversetzte Robin Frischkopf hier jetzt auf 3. Auf der 4 Jens Burkhardt, Platz 5 für Edgar Ostermann, auf der 6 Danny Volkert, Platz 7 für Dennis Erner, Platz 8 für Wolfgang Meisel, Platz 9 für Micha Tröscher, ja, dann ist es tatsächlich so. Patrick Flüglichsthaler dann damit auf der 10, Arne Bachem auf der 11, also das sind die beiden Strafversetzen. Also das hat er dann so gemacht, wie ich mir das gedacht habe, auch wenn jetzt Flüglichsthaler sachlich 2 Plätze zurück ist. Jan Baskin ist 12, Platz 13 für Jens Erner, Platz 14 Günther Karrer, Platz 15 für Janosz Machwinski, Platz 16 für Markus Farnhold, Platz 17 Ulrich Windmüller, Micha Bitz auf der 18, auf der 19 Ralf Minwegen, auf der 20 Robert Bauernhofer, Platz 21 Stefan Hartleib und das sollten sie... Ach nee, da haben wir noch den Dominik Smoll auf der 22, genau, genau. Der arme Hund. Ja, er tut mir ein bisschen leid. Das ist natürlich wirklich bitter, wenn man hier als bester Fahrer oder als schnellster Fahrer in den Vorwettbewerben ja hier nicht am Quali teilnehmen darf. Also ich habe das erste Mal von einem Simracer gehört. Oh ja, das tut wirklich weh. Also so eine Bestrafung. Und ja, finde ich schon ziemlich großartig. Es wird hier auch ganz interessant gemacht. Hier gibt es Strafpunkte und wenn man die Strafpunkte, ja, das Konto voll ist, so eine Art Bußgeldkatalog hier, dann, ja, wenn man seine Punkte voll hat, dann knallt es erstmal. Dann gibt es Plätze zurück oder Strafzeiten oder Quali-Verbot, was auch immer. So, jetzt haben wir hier die Crit. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt sollten die Ampeln kommen. Da sind sie. Und ab geht's. Hier Ostermann wieder mit einem sehr, sehr guten Start. Wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, ist der schon auf 3. Und hier kommen eigentlich auch alle relativ gut durch. Keine Karambolagen, wunderbar. Und Ostermann, gut, Frischkopf hat sich die Position wiedergeholt, aber da gehen wir mal hin. Das ist alles andere als klar hier. Ja, Frischkopf ist durch und Purkott hat den Platz verloren an Ostermann. Ostermann auf Position 4. Na, das ist doch mal eine Ansage. Einen Platz hat er wenigstens gut gemacht, damit war auch zu rechnen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich die beiden hier... Der Österreicher und der Schweizer, das ist der Klassiker schlechthin, wie die sich hier battlen. Oh, oi, 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 da geht es schon richtig heftig zur Sache. Wie gesagt, Ostermann mit
noch 30 Kilo mehr, also mit insgesamt 60, Frischkopf mit 30 Kilo im Auto. Und so wie es aussieht, kann Flitsch da vorne das Ding klar machen. Und wir gucken mal nach Dominik Smoll. Wo ist der jetzt? Der ist schon vorgefahren auf die 16. Also der hat schon 7 Plätze gut gemacht. Ne, 6. Ja, und hier kommt jetzt eine längere Lücke, größere Lücke. Dann sind die da hier alle durch. Dann gehen wir doch mal. Der Dominik ist nämlich gerade schon wieder auf Platz 15 gefahren. Gehen wir da mal hin. Ich denke mal, die Jungs, die kennen ihn natürlich und wissen auch, was der hier drauf hat. Die werden sich da so wahnsinnig nicht gegen ihn wehren, wenn er denn dabei ist, anzugreifen. Uiuiuiui. Jetzt greift er sich hier gerade Günther Karrer, obwohl der hier, wie gesagt, wir haben es ja vorhin gesehen, auf zwischenzeitlich auf Platz 8 im Quali, aber ich denke mal, hier geht er durch und den Überschuss, den er hier hat, also auf der Bremse und auch beim Rausbeschleunigen trotzdem noch sauber die Kurve hier zu fahren, das ist ziemlich deutlich. Also mittlerweile Platz 14 vorne, hat die Führung gewechselt, meine Güte, darf man hier wirklich nicht mal einen Moment weggehen. Stefan Hauenstein ist nur noch Zweiter, Kevin Flitsch ist vorbei. Und was ist mit Edgar Ostermann passiert? Der ist zurückgefallen auf die 5. Da haben wir einen Kevin Flitsch, neueste schnellste Rennrunde. 1,25,634. Oh, und Ostermann fliegt ab! Ostermann fliegt ab! Er sagt es noch in der Einführungsrunde. Passt auf, dieser Körb. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Gehen wir mal vor zu Hauenstein. Hoppala, war das jetzt nur ein... Ja, das war nur ein Leck. Also Frischkopf war hier nicht in irgendwas verwickelt. Aber das ist auch nicht Frischkopf, den wir hier haben. Nee, das ist Hauenstein, genau. Frischkopf ist da dicht dran. Das waren die ersten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das waren eben die Top 10. Und die verlesen wir gleich auch nochmal. Kevin Flitsch führt vor Stefan Hauenstein, Robin Frischkopf auf der 3. Jens Burkert Platz 4, Platz 5 für Dennis Erner, 6, Danny Volkert 7, Patrick Flüglisthaler 8, Micha Dröscher, Jan Baskenis ist auf der 9, Anne Bache 10. Genau, das sind die 10 und Edgar Ostermann ist durch diesen Ausrutscher zurückgefallen bis auf die Position 11. Und Dominik Smoll ist mittlerweile bereits 13. Also, dass er hier die Top 10 erreicht, das scheint mir sicher, weil er hat noch gut 15 Minuten. Also, da gehe ich mal davon aus, dass das funktionieren wird. In den ersten 5 Minuten fast 10 Plätze gut gemacht, also da kann man nicht meckern. So schön und so flüssig die Strecke ist, so schwierig ist es auch das Überholen hier. Es ist halt alles sehr, sehr schnell. Ja, man muss halt gucken, dass man sich da reinbremst, einzig vor der zweiten Kurve. Da kann man tatsächlich da auf dem Bergabstück, da kann man sich wirklich daneben setzen. Das bedingt aber, dass man oben nach Start und Ziel richtig gut aus der ersten Kurve rauskommt. Oder besser als sein Vordermann. Ja, also irgendwie Blitsch kann, naja, absetzen ist auch was anderes. Nee, absetzen kann er sich gar nicht. Wenn das hier jetzt stimmen sollte. Ja, oh, das ist ja kein Blitsch hier vorne, genau. Das ist der erste und der zweite und dann gucken wir mal,
nach hinten. Wo wir dann diese Kamera auch bekommen. Da haben wir sie. Und da fährt der Drittplatzierte. Also die ersten drei innerhalb von, ja, nicht mal einer Sekunde, acht Zehntel. Jens Pulkott lässt ein bisschen abreisen, hat 1,2 Sekunden Rückstand auf Robin Frischkopf. Und jetzt gibt es hier den Angriff. Ja, und da muss er, da lüpft jetzt Frischkopf auch noch durch. Da musste sich Flitsch, doch. Also das sieht mir hier ganz so aus, als ob Frischkopf jetzt hier auch noch versucht durchzukommen. Problem war natürlich jetzt, Flitsch, er musste von der Linie durch den Angriff. Er konnte nicht mehr zurück, da war Hauenstein schon zu weit neben ihm. Und dann ist natürlich man schlecht mit der mit dem Anbremsen in der Kurve. Da musste er außen rumgehen und dadurch wäre Frischkopf um ein Haar noch mit durchgerutscht. Aber das ist hier richtig spannend hier vorne. Und wir sehen es, die Corvette hat auf der Geraden beim Ausbeschleunigen etwas mehr Dampf. Liegt aber höchstwahrscheinlich eher an den 30 Kilo von Robin Frischkopf im Ferrari. 34er, weil das Beschleunigen geht einfach bei der Corvette etwas zügiger jetzt vonstatten. Hauenstein macht hier die Tür zu. Oh, was macht der Frischkopf? Junge. Naja, dafür gibt er natürlich dem Jens Burkhardt auch noch die Chance, da wieder richtig ranzufahren. Also tolle Truppe hier gerade. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal zu meinem heimlichen Liebling Jan Baskenis, der nun endlich mal wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen sollte. Also vielleicht reicht es ja auch für ihn noch irgendwie in die Top 10. Und das, was wir vorhin gesagt haben, als der Dominik, da hinter ihm, der, wer war das jetzt? Dominik Smoll? Nee, der ist auf der 12 nach wie vor. Aber Jens Erner ist an ihm dran. Also das, was wir vorhin gesagt haben im Interview mit dem Dominik, dass es, je weiter er nach vorne kommt, immer schwerer wird, noch Plätze gut zu machen. Das ist jetzt so, weil er hat jetzt den Jens Erner hinter sich. Er hat vor sich Jan Baskenis, Micha Tröscher und Edgar Ostermann. Also das sind alles Leute, die durchaus in der Lage sind, ganz vorne zu fahren. Von daher wird es unglaublich schwer für ihn, jetzt da noch was zu machen. So, jetzt schauen wir mal wieder nach vorne. Hier bei Kevin Flitsch, der sich sicherlich ein bisschen ärgern wird. Ja, und der Robin Frischkopf, der lässt es krachen hier in der Kurve. Also da glaubt man immer, also wenn da mal irgendwie noch zwei Zehntel weniger Abstand sind, dann schießt er dem da ins Heck. Jetzt versucht das hier außen und überbremst das Auto und das ist die Chance für Frischkopf. Nee, klappt immer noch nicht. Wow, da war er jetzt knapp am Abflug. Also das dürften die Grenzen der Blick gewesen sein, die er da gerade ausprobiert hat. Jens Burkhardt ist mittlerweile die schnellste Rennrunde gefahren mit einer 1:25.236. Osen, das wird nicht funktionieren, aber vielleicht kommt er jetzt hier besser raus mit mehr Schwung. Wir schauen uns das an. Und er muss wieder nach links. Er muss wieder nach links, aber das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Hauenstein bremst vielleicht zu spät und jetzt sind sie nebeneinander. Nicht nur vielleicht, sondern er bremst zu spät oder bremste zu spät. Und Flitsch wird sich die Position, jetzt ist Flitsch auf der inneren Linie, der wird sich die Position zurückholen. Oder nicht? Oder noch? Doch, er muss. Also das war jetzt seine Linie hier. Das ist hier wirklich seins gewesen. Oh, jetzt sind die hier zu dritt nebeneinander und Hauenstein links und rechts. Flitsch jetzt dritter, Robin Frischkopf führt. Und
wird jetzt Purkott wahrscheinlich über dieses ganze... Oh, was ist denn mit Purkott? Da müssen wir jetzt nochmal schauen. Wir sind hier im Replay, jetzt sehen wir die Situation hier aus der... Oh, ja, er schlägt hier ein, kommt über den Körb. Also Fahrfehler von Jens Purkott. Und jetzt muss er natürlich sehen, dass das Auto heil ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Edgar Ostermann ist schon wieder auf der 8. Dominik Smoll zurückgefallen. Nee, nicht zurückgefallen. Fährt immer noch auf der 13. Nee, war schon 12. Da ist wieder zurückgefallen auf die 13. Also es wird schwer für ihn, noch in die Top 10 zu kommen. Wir haben noch 8 Minuten. So, und Robin Frischkopf führt. Mein Gott, das ist ja mal richtig Action hier. So, und Hauenstein hier versucht, Frischkopf anzugreifen. Klar, Frischkopf kann nicht so beschleunigen, aber er kann hier sehr, sehr spät bremsen. Und das war zu spät, definitiv. Und das bedeutet zurück auf Platz 3 für Robin Frischkopf. Mein Gott, ist das Action. Macht das Spaß hier. Ja, da muss er sich hier erstmal hinten anstellen. Und Flitsch ist noch so fair und macht, gibt die Linie hier frei. Also fährt nicht nach rechts. Er hätte hier weiter nach rechts gewusst, kann ihn aber im Prinzip jetzt hier einbremsen. Und mit dem etwas besseren Beschleunigungswerten seines Autos jetzt hier hinter sich halten. Ja, es ist schon grandios. Also das muss man ganz klar sagen. Weniger Bewegung hier bei den ersten dreien. Benny Volkert ist jetzt durch den Fehler von Jens Purkott auf die 4 vorgefahren. Dennis Erner 5. Purkott, wie gesagt, 6. Edgar Ostermann 7. Anne Bach im 8. 9. für 9. Platz für Micha Tröscher. Dominik Smoll fährt auf die 10. Dominik Smoll gerade vorbei an Patrick Flügelsthaler und ist jetzt auf Position 10. Das würde bedeuten, im Hauptrennen startet er von der Pole. Ich denke mal, jetzt ist ihm ein riesen Stein vom Herzen gefallen, eine riesen Last abgefallen von ihm. Und jetzt hat er Edgar Ostermann vor sich. Und Ostermann hat, glaube ich, schon ein klein wenig Reifenprobleme. Was nicht weiter verwundern wird bei dem Gewicht. Ja, hier kann man nicht angreifen, also das ist absolut unmöglich. Und hier ist jetzt wieder zu weit weg. Aber vielleicht klappt es auf der zweiten Geraden. Ja, ich glaube, da hat er jetzt ein bisschen heftig über den Curb. Ah, das wird nicht reichen für den Windschatten. Also er wird jetzt Windschatten bekommen und er müsste aber jetzt schon neben ihm sein, um ihn wirklich ausbremsen zu können. So, ja, das klappt nicht. So, Hauenstein hat jetzt da vorne 1,5 Sekunden Vorsprung. Aber Frischkopf und Flitsch, die hauen sich noch hier richtig was um die Ohren. Wenn ich das richtig sehe. Oh! Ja, da lässt er ihm jetzt hier den Weg frei. Geht außen rum, aber das geht natürlich nicht. Aber ich denke mal, da wird irgendwann wird der Angriff kommen. Da hinten der Patrick Flügelsthaler, der sagt, ja, no. Also den gucke ich mir noch ein bisschen an. Vielleicht habe ich Glück. Wir gehen mal vor. Also da hat sich's erstmal soweit. Aber hier hinten Dennis Erner und Danny Volkert
Die haben hier richtig Spaß miteinander. Da geht ihm fast das Auto weg hier. Der Porsche halt ein bisschen nervös auf der Hinterachse. Gehen wir noch mal zu Dominik Smoll, der ist mittlerweile auf der 9. Kevin Flitsch, mein Gott, das fing so gut an, zurückgereicht auf Platz 8, jetzt versuchen wir mal rauszukriegen, was da passiert ist. Ja, anbremsen und überbremsen. Nee, zu dicht an der Mauer hier. Der hat die Mauer touchiert, die Leitplanke touchiert. Eieiei. So, wir sind wieder live. Und gehen zu den beiden Streithähnen hier, Dominik Smoll und Edgar Ostermann. Und wir haben noch 1 Minute 30. Der erste geht jetzt über Start und Ziel. Und damit sind wir in der letzten Rennrunde. Oh Mann, ist das knapp hier. Jetzt ist der Flitsch da auch noch mit dran. Ja, Dominik Smoll 8er, das würde bedeuten, zweite Startreihe im zweiten Rennen. Jetzt weiß ich nicht, ob er schon rechnet, ob man da rechnen kann. Aber ich glaube, man nimmt einfach an Punkten mit, was man kriegen kann. Das heißt, er wird jetzt hier nicht taktisch fahren und sich vielleicht noch einen Platz zurückfallen lassen, damit er in der ersten Startreihe steht. So, wir gehen aber vor zu Stefan Hauenstein. Gehört sich einfach so. Letzte Runde gehört dem Sieger oder dem wahrscheinlichen Sieger, muss man ja noch sagen. So, und hier sehen wir den Vorsprung, den er rausgefahren hat, fast 4 Sekunden, also ziemlich großartig. Da können wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen sagen, herzlichen Glückwunsch. Packen wir es jetzt ein bisschen und genau. Jetzt sagen wir es ganz doll. Herzlichen Glückwunsch, Stefan Hauenstein, Sieger hier im ersten Lauf auf dem A1-Ring bzw. auf dem Red Bull-Ring. Und ich denke mal, das hat er sich verdient. Hat er sich wirklich verdient. Hat gekämpft und ja, Robin Frischkopf auf Position 2. Platz 3 für Danny Volkert. Und die weiteren Platzierungen. Dennis Erner auf der 4. Ah, der freut sich sogar noch. Platz 5 für Jens Purkott. Heute wird durchwachsen sein. Platz 6 für Arne Bachem. Sensationelle Platzierung.
Platz 7 für Edgar Ostermann. Das war vielleicht ein bisschen ist ein bisschen weniger, als er sich erhofft hat. Also, naja, aber vielleicht kann er damit noch leben. Hier haben wir ihn. Platz 8 für Dominik Smoll, Platz 9 für Kevin Flitsch, der wird sehr enttäuscht sein. Platz 10 für Patrick Flüglisthaler, 11 Jens Erner, 12 Micha Tröscher, 13 Wolfgang Meisel, 14 Jan Baskenes, Günter Karrer auf der 15, 16 Ralf Minwegen, Janosch Machwinski auf der 17, Markus Farnhold auf der 18, 19 Micha Betz, 20 Ulrich Windmüller, 21 Robert Bauernhofer, Stefan Hartleib, der ist glaube ich noch auf der Strecke, genau, der kommt hier gerade in die Box. Auf der 22. Er macht noch einen Boxenstopp. Genau. Lässt sich dann fürs zweite Rennen schon fertig machen. So, und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen sollen. Nämlich der zweite Lauf. Wir schalten um auf unseren Flyer, damit er die ganze Umschalterei, die müssen wir nicht im Livestream haben. Ich denke mal, das geht so ganz gut. Oh, da kam noch einer in die Box, sehe ich gerade. Dann kommen sogar noch mehrere. Meine Güte. Unglaublich. Bei Edgar Ostermann, Arne Bachin und Jens Purkott. Genau, die kommen da jetzt. Ja, hier haben wir die sensationelle. Ja. Eine der spannendsten Stellen hier. Ja, nette Landschaft da in Österreich, ne? Haben sie fein gemacht. Hier haben wir fast einen Überblick über fast die ganze Strecke. Ja, so sieht das aus. Ja, so, nun gucken wir mal. Auf alle Fälle wieder da, wo wir sein sollten. Wollen wir mal schauen, ob wir hier auch frische Daten kriegen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So. Und da fahren auch schon wieder die ersten raus. Genau, Edgar Ostermann testet jetzt nochmal. Wahrscheinlich hat er im ersten Rennen noch irgendwas gemerkt, was vielleicht nicht so optimal war im Setup. Testet das jetzt vielleicht noch aus, deswegen ist er so früh rausgefahren. Weil wir sind eigentlich noch nicht im Warm-Up, wir sind noch in der Practice-Session. Das sollte eigentlich gar nicht gefahren werden. Also das wird noch gleich umgeschaltet. So, ich nutze mal die Gelegenheit und besorge mir mal einen frischen Kaffee und was Kaltes zu trinken und ich bin in einer Minute wieder da. Ah, cool. Das war zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich hatte mir den Kaffee nämlich bereits vor dem Rennen gezogen, habe den aber vergessen aus der Maschine zu nehmen. Somit habe ich jetzt einen frischen Kaffee und was Kaltes, nämlich kalten Kaffee. Das ist doch wunderbar. Frischen, kalten Kaffee. So wünscht man sich das. So.
Wenn sollte irgendjemand von euch noch so eine. Kennt ihr eine Fußbank? So, die man so früher hatte, dass Oma so vorm Kachelofen stehen. Ding. Das konnte man sich dann irgendwo mit hinnehmen. Da war in der Mitte so ein Griff, da konnte man so durchfassen, damit man das schön tragen kann. Ja, sowas hätte ich gern. Ja, das brauche ich hier, um meine Füße ordentlich hochzulegen, also dass ich sie auch wirklich schön bequem habe. Je mehr ich es habe, umso wohler ich mich fühle, umso besser werden auch die Podcasts. Genau, also, da schon keiner von euch gekommen ist, mir hier beim Renovieren zu helfen, würde ich dann heute mal darum bitten, ja, guckt mal in auf eure Dachböden, in eure Keller oder wo auch immer ihr euer Gerümpel unterbringt. Ich brauche einen Fußbank, und zwar eine originale, am besten noch so bemalt. Ja, also so dunkles Holz und dann so im Bauernstil bemalt. Das wäre ganz großartig. Hoppala. So, jetzt geht's weiter. Genau. Fahre ich nochmal weiter, weil jetzt sind wir nämlich erst im Qualifying. Und nun sind wir tatsächlich da, wo wir. Hoppala, hui, da kommt aber der Kevin Flitsch hier aus der Box geschossen. Kann man gar nicht anders sagen. Nee, das war er gar nicht. Nee, das war nicht der Kevin. Nicht genau sagen, wer das war, aber wer ist das da vorne? Edgar Ostermann, aber ich bilde mir auch ein, der war es nicht. Hellen und dunklen Autos kann ich noch unterscheiden. Dafür reicht's noch. Ich meine, das war ein helles Auto. Aber gut, ist egal. Ich habe ja nochmal Escape gedrückt, nochmal rausgefahren. Wir haben jetzt 5 Minuten und ich möchte euch jetzt nochmal eindringlich an die Fußbank erinnern. Meine Adresse steht im Impressum von Simrace TV. Aber sprecht euch bitte ab, weil ich brauche keine 5 Fußbank. Ja, der Kevin, der wird sich natürlich jetzt so ein bisschen, wird das nicht so witzig finden, was da zum Schluss passiert ist. Aber wir haben eine ziemlich spannende, ich meine, er steht jetzt auf Platz 2, kurz hinter Patrick Flüchtigsthaler in der ersten Startreihe zumindest. Und auf Platz 3 dann Dominik Smoll. Und ich könnte mir vorstellen, der wird erstmal reiten müssen mit Edgar Ostermann, der mit ihm zusammen in der zweiten Startreihe steht. Dritte Startreihe dann Arne Bachem und Jens Purkott. Hatte ich das jemals? Arne Bachem in der dritten Startreihe? Ich weiß nicht, genau. Doch, der war sogar, glaube ich, sogar mal auf Pol. Aber dass der in einem Rennen Sechster wurde, also ich muss nachher nochmal in die Annalen der Race Day Speed Association schauen. Ich glaube, das ist seine beste Platzierung, die er bisher eingefahren hat. Ich kann mich erinnern, dass der in der Sommersaison gar nicht, da war er relativ gut unterwegs und diese DRM-Autos. Da war er wirklich gar nicht mal so schlecht. Und der Mod hat sich ein bisschen schwerer, aber diesmal hat es gut geklappt. Ja, Jens Purkott dann dahinter. Und dann haben wir auf 8, 9 und 10 Dennis Erner, Danny Volkert, 7, 8 und 9 Dennis Erner, Danny Volkert und Robin Frischkopf, und auf Platz 10 steht dann der Sieger des ersten Dorfs, Stefan Hauenstein. Edgar Ostermann fährt mal hier eine Bestlap 1:25.773, das mit 60 Kilo und im Renntrim, ich glaube, das ist ganz ordentlich.
erinnern uns, 24-7 waren die Quali-Zeiten. Ja, da ist er mal gerade eine Sekunde dahinter. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen hier aber noch ein paar über Start und Ziel. Oh, nee, das gehört sich nicht so. Mensch, Leute. So, jetzt sind wir wieder auf der Strecke. Falls mit dem Spiel passiert. War eigentlich alles richtig. Ja, jetzt ist der Krempel hier abgestürzt, glaube ich. Ja, irgendwas ist jetzt hier leider faul. Ich hoffe, ihr mir das nach. Ich muss den Livestream leider einmal kurz unterbrechen und hier das Tool neu starten. Habt ihr leider nur noch einen schwarzen Bildschirm. Mal das zu retten, aber ich befürchte, dass hier alles sehr, sehr langsam vor sich. Ja, hier ist was faul. Ich schließe das Ganze mal, beende mal den Broadcast und wir sind gleich zurück mit dem zweiten Rennen.